Ach ja, und es ist halt auch gerade noch so der Zeitdruck hier mit Far Cry und den anderen Ubisoft-Spielen. Die muss ich jetzt halt noch ein bisschen durchkriegen. Aber ich werde es mir angucken. So, aber zuerst gucken wir uns ihn hier an. Du bist hoffentlich kein Gespenst, die letzte, die Omi da. Dass du nicht dann danach verschwindest. Wir gucken mal. Hallo. Was brauchst du? Die alten Knochen. Geht's dir gut? Oh, klar geht's mir gut. Du musst nicht herkommen und nach mir sehen. Du hast mich doch gerufen. Ich? Warum sollte ich sowas tun? Ich kann mich an nichts erinnern. Habe ich heute schon meine Medizin genommen? Ah, Medizin. Deswegen habe ich dich gerufen. Was ist mit der Medizin? Medizin? Wolltest du keine Zutaten? Zutaten für was? Für deine Medizin. Woher wusstest du, dass ich Medizin brauche? Hä? Bist du Hellseher? Ist Kannst du mir gut. sagen, wann ich den Löffel abgebe? Egal, ich will's nicht wissen. Was ich wirklich brauche, ist mehr Medizin. Nimm diese Liste von Pflanzen, finde sie und ich verrate dir das Spezialrezept. Wenn du dich an das Gespräch erinnerst. Was? Nichts. Ach ja, geil, ey. Cooler Typ. Na gut, dann holen wir ihm mal seine Medizin. Er wird safe vergessen haben, dass wir die Medizin bringen sollen dann später. Ich soll jetzt die Pflanzen hier pflücken, oder was? Das ist mein Ziel. Ich meine, ich pflück die auch mal. Missionsgegenstand. So. Bring die Pflanzen zu Alfie. Okay. Hallo. Ich habe deine Pflanzen. Was? Brauche keine Pflanzen für einen Eintopf. Ich brauche sie für Medizin. Sind die nicht für deine Medizin? Wie könnten sie? Ich habe dir doch keine Liste gegeben. Hier. Danke. What the fuck? Er hat mir die falsche Liste gegeben. Besorge 3 Helikonin. Was ist los mit dem Typen? Okay, hier ist eine. Hier haben wir eine. Der ist ja gut drauf, Alter. Vorne ist noch eine. So, dann haben wir genug. Bring es mal zu ihm. Für deine Medizin. Meine Medizin? Wie nett von dir. Aber warum bringst du mir dann Pflanzen, die ich für einen Einlauf brauche, hä? What the fuck? Hol dir eine Liste für meine Medizin. Oh, ernsthaft? Oh, der Typ ist ja genial. Oh Mann, ey. Aber ich muss sagen, was du jetzt beschrieben hast, so das Stranding, dass es auch Atmosphäre genießen ist und so, das mag ich auch. Einfach so ein bisschen die Welt genießen. Man muss ja nicht immer durchrushen. Aber auch mal wirklich irgendwo stehen bleiben und angucken. Das ist auch mein Stil. Okay, Schraubenbaum sollte ich anscheinend nicht fangen. Fangen, ja. Ich habe ihn gefangen mit einem Netz. Oder doch? Doch. Missionsgegenstand. Will er mir jetzt den Bauplan für eine ganz normale Spritze beibringen oder was? Will er mich verarschen? Ich bin gespannt. Wir gucken mal. Was ist jetzt? Wir hatten schon einen Topf und einen Lauf. Was kommt jetzt? Ist es das Richtige? Das muss deine Medizin sein. Medizin? Ich brauche keine Medizin. Du scherzt doch wohl. Oh ja, die Medizin. Die Zutaten, ich bin so vergesslich. Danke, mein Junge, dass du einem alten Mann geholfen hast. Hier hast du eine Kopie des Rezepts. Vielleicht hilft dir das ja. Nochmal mit Würde. Holy shit. $500, danke dir. Das war anstrengend. Alles Gute. Holy. Mach ich ein Essen fertig, bis gleich. Jo, gönn dir. Naturbursche, neue Anleitung. Okay, wir gucken mal. Herstellen. Medizin.
Spezial. Berührung des Todes, was? Nicht herrschbar zu dem. Mit diesem Energieschub lassen sich selbst heftigste Schmerzen ignorieren und man wird kurzzeitig immun gegen Schaden. Was? Berührung des Todes. Dieses Serum verbessert Treffsicherheit und Beurteilungsvermögen. Gegner können mit einer einzigen Kugel getötet werden. Naturbursche, das ist es. Dieses Mittel erhöht die Chlorophyll-Sensibilität und ermöglicht es, besondere Pflanzen in der Nähe besser zu sehen. Lol. Okay. Why not? So. Okay. Wild, aber okay, es war gut. Das meine ich ja. Es sind sehr, sehr weirde Aufgaben. Aber das macht es halt geil. Das war einfach eine normale Sammelaufgabe, die hinter was ziemlich coolen und lustigen versteckt war. So, direkt die nächste Spritze wieder reingedonnert. Krass, also diese One-Hit-Spritze da und diese Unbesiegbarkeit-Spritze, das ist schon crazy. Hier auch so ein altes Tempelzeug. Jetzt warte mal einen Moment. Ich nehme stark an, dass hier ein Höhleneingang ist, deswegen gehe ich jetzt mal diesen Weg nach oben. Das markiert doch garantiert, dass hier was Besonderes ist. Ja, da oben ist in die nächsten Köpfe. Das ist halt auch gutes Environmental Setup hier. Gutes Design. Die Köpfe zeigen einem, dass da was Besonderes ist. Und schon geht man hier rein und hat einen Tempel gefunden. Machen wir mal den Aufgang. Den Eingang auf. Bruh. Den Aufgang. Den machen wir ein. Okay. Das hört sich sehr, 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 sehr ungesund an. Junge, wie weit geht's denn da runter? Mega Tempel. Da vorne ist es. Ich sehe hier keine. Wow, das Visier ist ja super hilfreich hier in der Höhle. Ja, ich sehe hier keine bösen Tiere. Kiste plündern, Relikt nehmen. Nice. Ein Puppenkopf. So. 55 von 120 Relikten gefunden. Es wird. Ist halt hier einfach ein bisschen eingestürzt, ne? So, der Boden vielleicht abgesackt. Aber hier stand mal ein krasser Tempel. Holy shit. Gehen wir mal wieder raus. Kleine Spalte hier unten. Oh oh. Was ist da los? Ist auch der Boden weggebrochen. So. Hier ist auch wieder offen. Gut. Heftig. Also das hat Spaß gemacht, das zu erkunden. Das war cool. So, jetzt gucken wir mal hier rüber. Da müsste es ja rein theoretisch auch nochmal eine kleine Höhle geben. Ich trinke gleich wieder ein Schlückchen. Immer schön nebenbei, dann schaffen wir es. Wir haben nämlich heute mal vor, ein bisschen länger zu streamen. Das ist so der Plan. Mal Open End. Und immer wenn ich trinke, dann ist der Hals entspannt, deswegen suchen wir das mal. Ja, ich war ja gestern beim Doc, ne? Also es ist so nichts mehr rausgekommen, es ist alles in Ordnung. Und es sollte jetzt eigentlich von selber weggehen. Hoffentlich. Ich meine, es wird ja auch schon viel besser, aber ich wollte immer mal gucken, dass auch wirklich alles in Ordnung ist, was halt schon so lange anhält. Aber es ist alles gut. Lungen hören sich gut an. Okay, ich ist wieder draußen. Markiere ich mal noch die einzelne Kiste hier drüben, dann machen wir diese Pfad des Jägers Mission vielleicht mal. Vielleicht kriegen wir mal wieder ein einzigartiges Tier, eine einzigartige Haut. Das sind Vögel, ich dachte gerade. Durch ein kleiner Zeltplatz, Mülleimer umgeworfen, Müll verteilt im Dschungel, tote Tiere. Was ist hier los? Warum darf ich hier was nicht einsammeln? Ach, die Pfeile hier. Yo, wie viele Pfeile da noch drin stecken. Okay. Ja gut, wir gehen mal hier runter zum Strand. Ich lasse erstmal die Kollegen vorbeifahren oder die halten an, Ehren. So. Dann bin ich mal gespannt. Dann machen wir hier die Jägeraufgabe. Was eine Aussicht. Da trinken wir doch erstmal drauf.
So, let's go. Ohne Verschlucken dieses Mal. So. Erlege einen der seltensten Menschenfresserhaie mit dem am Zielort gestellten Bogen für einen Chefkoch. Okay. Da kriegen wir auf jeden Fall ein geiles Upgrade für. Bogen haben wir. Okay, wir sind ready. Wo ist der Hai? Der kann hier überall sein. Wir kriegen kein Boot gestellt. Wir müssen das wirklich... einfach so machen. Und wie lockt man einen Hai besser an, als einfach mal querfeldein durchs Wasser zu schwimmen? Ich sehe ihn hier aber auch nirgendwo. Hallo 10? Sofort, ich strecke gleich. Ach ja. Ach ja. Oh, man verspannt sich aber auch super schnell, wenn man die ganze Zeit sitzt. Das da vorne könnte er sein, oder? Muss mal versuchen, ihn eventuell zu markieren. I mean, zwei Haie haben wir jetzt markiert, aber... da ist auf jeden Fall noch ein dritter. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Schwimm, 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 schwimm. Junge. Der ist schnell, das wird er sein. Der ist ja richtig speedy. Ha. Okay, wir müssen mal auf die andere Seite schwimmen. Ich muss es riskieren. Aber ich krieg die hier nicht. Wir bräuchten einfach ein Boot, auf das wir uns mitten im Wasser stellen können, um die abzuknallen. Ja, jetzt wird's richtig kritisch. Jetzt sind sie hinter mir. Jetzt haben sie Bock, Alter. Holy shit hier. Machen wir erstmal den Hai weg. Das ist er nicht. Dann den hier. Das wird das sein, der nimmt viel zu... Pfeile, ja, das war da. Und jetzt schnell daher, bevor der... Nein! Bevor der ganz nach unten abgetaucht ist. Der ist sogar rot, der Hai. Komm schon. Komm schon. Wir haben ihn. Bogenjagd, Menschenfresser. Guck ihn dir an. Krieg ich ein Thumbnail hin? Da ist bestimmt was dabei. Kleiner Tempel hier. Da waren wir aber auch safe schon drin. Schnell nach oben. Erweiterter Pfeilköcher können wir uns jetzt craften. Alter. Das war ein bisschen kritisch gerade hier. So, Herstellung. Pfeilköcher. Wir haben aktuell den starken Pfeilköcher und jetzt haben wir den erweiterten Pfeilköcher. Mit diesem gigantischen Köcher kannst du 30 normale und 10 Spezialpfeile mit dir führen. Haut des Menschenfresser heiß. Herstellen. Boom. Nice. Sehr, sehr gut. Was gibt's denn bei dir leckeres, Silent? Was gibt es denn zu schnabulieren? Und hier drüben würde sogar ein Bötchen stehen. Guck mal an. Hätten wir nur kurz suchen müssen, hätten wir eins gehabt. Egal, wir haben es auch so geschafft. Okay, wie machen wir jetzt weiter? Ich könnte mal hier hochgehen, da ist ein kleiner Höhleneingang. Und dann würde ich fast sogar gucken, dass wir... also ich sag mal nochmal so, das Primärziel heute ist wirklich im Norden der Insel alles abzuschließen. Damit inklusive Hauptstory, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, ich schau einfach mal. Hab Schmacks gefunden, ging dann doch schneller. Meinst du Snacks oder was sind Schmacks? Wenn es das wirklich gibt, kenne ich es nicht. Hm. Cornflakes? Ah, okay. Gönn dir, lass sie schmecken. Ja komm, hier komme ich doch safe irgendwie hoch. Hier, also irgendwie... bisschen schräger, let's go. Profi. So. Da oben sehe ich schon die Höhle, glaube ich. Pfeilköcher-Upgrade, ja, das war schon gut. So, komm schon, hier weiter. Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Vielleicht ist hier ein Höhleneingang mit ein bisschen Glück.
Mal probieren. Yes, hier ist ein Höhleneingang. Hallihallo. Habt ihr ein Schwein erlegt? Gönnt euch. Wir gucken jetzt mal hier rein. Da vorne sehe ich schon den Loot. Das ist eine viel zu große Höhle. Soweit reicht die Taschenlampe gar nicht. Oder eine viel zu schlechte Taschenlampe. Das kann natürlich auch sein. So. Kleines Zelt, alles leer und verlassen. Nee, oder? Ich muss da legit runter, weil da eine Kiste im Wasser ist. Wo bist du denn? Shit, hier. Steingutfigur. So, und dann komme ich hier hinten raus, aber man kann hier auch irgendwo hintauchen. Okay. Und hier ist der andere Höhleneingang. Wild. Okay. So, und dann wird man hier quasi rauskommen. Das ist schon mega cool gemacht. So, dann würde ich gerne mal hier hoch zu dem Tempel. Weil dann haben wir hier in dem Bereich auch schon wieder alle Sammelobjekte eingesammelt. Guck mal an. Hier oben natürlich noch ein bisschen, aber es sind auch nur zwei Flecke. Es wird. Holy shit, wir kommen gut voran. Hier unten noch ein kleines bisschen. Ja, das einzelne Ding da ist ein bisschen unlucky, aber... Es wird, es wird. So, alle Programme installiert, es fehlen noch alle Games. Kannst du alle deine Spiele gleichzeitig installieren? Was hast du für eine Festplatte? Ich glaube, wenn ich alle Spiele installieren wollen würde, dann bräuchte ich... Keine Ahnung, ich meine, Ark alleine hat mit allen DLCs und den Mods, die ich installiert habe, glaube ich 400-500 GB. Wenn es reicht, ich glaube, ich bin schon bei 600. Was hast denn du für eine Festplatte? Da komme ich nicht rüber. Oh, das wird mein Ende sein. Ja, da kommen wir nicht hoch. Ich speichere mal vorsichtshalber mal zwischendurch hier. Es stürzt zwar nicht mehr ab, aber man muss ja nicht riskieren, dass hier alles weg ist irgendwie. So. Wie spät ist es überhaupt? 21 Uhr. Ich muss eigentlich auf den Berg hoch. Das ist komplett beschissen. Ich komme komplett an der falschen Seite raus gleich. Gucken, wie ich da hochkomme. Ich habe keine Ahnung. Im Notfall lassen wir die eine Kiste erstmal, aber ich meine, irgendwann müssen wir da auch mal hoch. Die Frage ist, ob es dann einen schönen Zugangsort gibt oder wie das so läuft. Jetzt sind wir halt schon beim Funkturm hier oben und da läuft auch eine Straße, also vielleicht ist es das hier. Nehme ich jetzt einfach mal das Auto. Hier gibt es eine Übergabemission. Wir gucken zuerst mal zu der Kiste. Wobei wahrscheinlich, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Übergabemission bei der Kiste endet, deswegen machen wir die mal. So, bring dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Let's go, falsche Richtung, here we go. Nice, aber egal. Oh mein Gott. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch voll kritisch, einen Berg runter zu cruisen. So, wohin jetzt? Hier lang. Gib Gummi. Alter, das war gerade haarscharf. Aber gerade noch so gefangen. Okay. Gibt halt hier auch keine Angabe, wie viele Markierungen wir noch durchfahren müssen, um da anzukommen. So. Aber wenn wir jetzt noch 40... Holy shit, ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ein Todesurteil. Wenn wir noch 40 Sekunden haben, da ist es schon. Hä? Habe ich mich so hart beeilt? GG. Ich wollte gerade sagen, dann kann es ja gar nicht so nah sein. Anscheinend doch. Gut. I take it.
Jetzt sind wir hier unten, I see. Ja gut, dann würde ich erstmal sagen, die eine Kiste, die holen wir uns nicht, ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Ich nehme jetzt dieses Quad hier. Ich will nach Hause. Und wir fahren jetzt da zurück und holen uns diese Kiste. Das habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt, die holen wir. Da gibt es keinen Weg rum. Aber ganz kurz hier Spritzchen rein. Kurz in den Brustkorb. So, ich fahre jetzt hier einfach mal querfeldein nach oben. Sollte passen. Schauen, wie weit wir kommen. Oh no. Was passiert hier? Okay, wir sind wieder beim Funkturm. Oh mein Gott, bitte nicht. So, und weiter geht's. Ziemlich holprig die Reise. Und hier links oben ist. Wir gehen zu Fuß. Jetzt reicht's. Jetzt sind wir gleich da. Hier oben haben wir jetzt den Tempel. Und hoffentlich auch instant die Kiste. Dann sind wir hier nämlich fertig. Und hier sind sogar zwei Kisten versteckt. Das ist der Tempel, in dem wir damals mit Herc die Mission hatten. Oh lol. Hier haben wir ihm ja diesen Diamanten geholt. Ach krass. Ich frage mich, ob die Äffchen hier noch rumlaufen mit ihren mit den Explosivwesten. Die waren mega. So, mal Kärtchen auf. Dann sind wir hier jetzt fertig. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Story-Mission. Es ist an der Zeit. Die Zeit ist gekommen. So, noch ein Schlückchen trinken. Ich finde die kleinen Flaschen mega angenehm. Trinkst du einfach nebenbei ein bisschen und dann stehen die nicht so lange rum. Wir machen zuerst mal hier diese Aufgabe. Piraten haben einen einheimischen Metzger im Wald ermordet. Töte ihren Anführer mit einem Messer. Das werden wir. Wir rächen ihn. Das werden wir tun. Wir sollen hier rüber. Und danach gehen wir die Story-Mission machen. Zumindest... Soweit können wir jetzt Story-Missionen auf jeden Fall machen, bis wir die Insel wechseln. Aber wie gesagt, ich würde gerne schaffen, dass wir die Nordinsel abschließen, auch mit Sammelobjekten und so. Weil dann sind wir auf einem guten Weg, was die Zeit angeht. Wenn wir heute den 24. haben, wir bis 31., also bis 1. haben wir Zeit, der Monat hat 31 Tage. Die Südinsel wird nicht so lange dauern, nehme ich an. Und man muss dazu bedenken, ich habe noch ein paar andere Games, die wir dann noch zocken müssen bis zum... Zum 1. September jetzt gleich dann. Also es ist schon alles ein bisschen wild. Aber machen wir erstmal weiter. Da sind auf jeden Fall einige unterwegs. Ich sneak mich mal hinten rum an. Einfach einen Metzger im Wald ermordet, sowas geht nicht. Das werden wir rächen. Da sitzt er, ich sehe ihn schon. Ne, das ist er nicht. Wo ist meine Zielperson? Komm mal mit hier. Das muss er sein. Das ist er safe. Das war da auch. Let's go. Keine Zeugen. So, hier noch Medikit. Hier waren wir auch schon mal, haben ein bisschen durchgelootet. Nice.
Richtig sneaky durch hinten, durch die Hintertür in die Hütte rein. Und alle fertig gemacht. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch, holen uns hier die Kistchen. Vielleicht hier das Relikt noch. Vielleicht auch das Relikt. Mal gucken. Und dann machen wir die Mission. Und sprechen mit dem Anführer der Rakyat. Ja, hier drüben. So. Silent, hast du eventuell Far Cry 3? Mal interessante Frage. Hat einen Grund, warum ich frage, aber erstmal, hast du's? So, müssen wir hier mal lang. Bubelspielkarte. So. Hier liegt noch Geld. Geld, Geld, Geld. Geld. So. Okay. Eigentlich eignet sich dieses Dorf hier perfekt für einen Hinterhalt, weil es einfach so verschachtelt ist. Wenn hier durch die Straße ein Konvoi oder so durchkommt, du kannst einfach überall in den Gebäuden sitzen und die dann von allen Seiten beschießen. So, okay, hier hinten ist noch ein Kistchen. Haben den Ort hier auch gleich gecleant. Let's go. Perlenkette. Aufnahme läuft noch. Yes. Jetzt guck ich mal ganz kurz gleich um die Ecke hier, das Relikt noch. So. Tut ja keinem weh. Eine Schildkröte, zwei Schildkröten, guck mal an. Die verziehen sich in ihren Panzer. Ich tu dir nix, hey. Stein drauf. Aber ein Stein drauf geworfen. Ach ja, Schildkröten sind krass. Vor allem, wie lange die halt leben. Da habe ich neulich erst was gelesen, dass es eine Schildkröte gibt. Oha, hier ist die Brücke eingerissen. Dass es eine Schildkröte gibt, die... Ups. Okay, das war cool. Ja, es gibt eine Schildkröte, die ist schon, ich glaube, 200 oder 300 Jahre alt. Und die hat halt das alles so von der Geschichte miterlebt. Ich tu dir nicht, zwei Sekunden später fliegen die Steine. Ich wollte doch nur mal anklopfen hier. Beuterucksack voll, das ist schlecht. Nur Geld mitnehmen. 239 sind hier drin. Relikt nehmen. So. Was hier denn passiert, ey? Das war mega cool. So, ich wollte einfach auf den LKW springen, um halt auf die andere Seite zu kommen. Und dann fängt er an zu kippen. Das war richtig gut. Scheiß Piraten, die sind das Letzte. Absolut, sehe ich auch. Das bedeutet aber auch, dass wir uns jetzt mal ganz kurz hier rüber teleportieren müssen. Weil ich mal ganz schnell meinen Rucksack aus dem, leer machen muss. So, Sekunde. Twitter, Twitter, Twitter. Okay. Munition. Schnellverkauf. 1224 Dollar. Mhm. Die heute können wir mal rausballern. Ich glaube, das war halt auch gerade diese Mission, die wir da hatten in diesem Bunker da. Das Sammeln nebenbei. Das hat ziemlich schnell das Inventar vollgemüllt. Wir müssen mal schauen, dass wir das Upgrade kriegen fürs maximale Inventar. Das wäre cool. Das wird auf jeden Fall helfen. So. Die Mission hier haben wir schon gemacht, ne? Ja, da steht mein Name. So muss das. Ich würde hier oben den Bogen machen und dann die Mission. Ich nehme das Auto mit. Ein wunderschöner mit D bestimmt irgendwas. Bestimmt auch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Auto heißt. Wir gucken kurz nach. Ich muss es wissen. Handbuch. Fahrzeuge. Da gibt es doch bestimmt was hier. Fahren. Ne, das sind Anleitungen. Ist da hier? Geheim. Transport. Dara? Ist es der? Das könnte ein Dara sein, ja. Hauptkonkurrent des Dara während des Wirtschaftswunders von Rook Island war der südafrikanische Styrus.
Beide verfügen über fast gleiche Leistungsdaten, doch der Steros war etwas günstiger. Warum? Weil er von Arbeitern hergestellt wurde, die unter der Apartheid diskriminiert wurden. Apartheid. Ach Gott, Apartheid. Das war nicht die beste Zeit für Afrika. Und Afrika wartet immer noch, muss aber jeden Tag soweit sein, oder? Ja. Ist nicht so schön. Apartheid. Die Apartheid.